morgen aus Velva. Ich bin heute im Buchenwaldstadion in Velva. Ich habe mir heute eine eigene Herausforderung gestellt. Ich laufe heute hier die Senior Marathon Challenge. Ich werde mit einem Age-Suit, mit einem 16 Kilo schweren Anzug, der die Sinne einschränkt und der mich dann gefühlt 20, 25 Jahre älter macht, ich werde hier versuchen, im Stadion einen Marathon zu laufen. 105,5 Runden muss ich dafür zurücklegen. Ja, noch lache ich ein bisschen, aber das wird mir gleich vergehen. Ja, dann packe ich mich jetzt mal ein. Ja, eben, 9 Uhr. Die geraten noch. Wir haben die Lala. Was rutscht die genug oder hast du was machen können, Frank? Weiß ich noch nicht. Es stand so in der Zeitung. Rutscht doch. Der wichtigste Mann kommt schon gerade. Wir haben schon gesagt, mit Koffer. Ist ein Cousin. Ja, das habe ich gerade den jungen Leuten hier erklärt. Oh, danke für die jungen Leute. Habe ich gerade gesagt. Ich nicht viel mehr. Für die aus dem Sinn aus Ach ja, du setzt dich ja nicht. Das tut jetzt schon weh. Das funktioniert, weiß ich nicht. Ja, so war das dann. Dann muss ich schon. Die sind am besten. Da hörst du gar nichts mehr durch. Ja, die sind aber anders als die, die wir auf der Arbeit haben. Die sind, das ist total unangenehm. Wenn man Brillenträger ist, dann wird das dann. Die erzeugen im Kopf irgendwie Druck. Das habe ich aber noch nicht verstanden, warum. Sie können, machen Sie das. Ja. Dann habe ich ihn nicht gemacht. Los. Was ich recht schnell jetzt am Anfang gemerkt habe, ist, dass ich auf meine Körperhaltung achten muss. Ich fange nach der ersten Runde fing das schon an. Ich fange an, so abzukippen. Ich muss richtig bewusst darauf achten, dass mein Oberkörper gerade bleibt. Sonst klappe ich irgendwann ganz zusammen. Und die innere Brille an den Auflagerpunkt drückt die total im Gesicht. Das tut jetzt schon richtig weh, aber das muss ich noch ein bisschen aushalten. Doch, 15 Kilometer. Was ist hier drauf? Ich hatte 18. 15, 39. 39. Drittel. 4 mal 4, 16, ja, kommt ja hin, ja. Drittel, ich trinke auch mal hin. 15 Kilometer. Ah, das ist ja fast. Da kann man abliefern, ne? Guck mal, wie der tropft, der schwitzt, das kommt ja hier aus dem Nacken raus. Bis klar. Thank you.
gemeldet bin ich nicht, nein. Aber du warst schon mal, ne? Oder? Einmal war ich. Tollverein. Genau. Ich war das erste Mal, einmal angemeldet und habe Glück gehabt. War 24 Stunden ausverkauft und diesmal war 22 Stunden ausverkauft. Boah, ich habe Zahnschmerzen. Ja, geht. Kiefern, ja? Kieferknochen. Nee, einmal. Ne? Aber ich glaube, den, ja, gut, den schönsten. Bis gleich. Nicht den schönsten, ja. Auf Kurs. Ja. In den Ellbogen hier die Sehnen. Die tun weh, ne? Die tun jetzt richtig weh. Das zieht ja auch wie Sau. Aber jetzt möchte man ja eigentlich rausgehen oder wer? Das ist ein bisschen. Das kostet Energie. Alter Schwede. Und gleich fängt es an Spaß zu machen. Ja, gerade. Oh, komm mal. Gerade letzte 10 Runden. Runde. Wir anfangen zu jammern hier. Guck, 10, 4 Kilometer. Marshmallow? Der Magen möchte nicht mehr. Der Magen okay. Möchte nicht mehr. Ich will morgen sehen. Willst du aufstehen? Ah. Komm, nein, packst du noch. Steh ganz Frank. Come on.
geschafft. Sie sind doch noch jünger. Du hast geschafft. Moin. Wahnsinn. Danke dir. Tolle Leistung. Josef. Fertig? Was süßes Frank? Frank. Ist das so gut. Ist kalt. Ich muss ja erst wieder hoch. Das habe ich gleich kaputt. Das hatten wir schon mal. Man kann laufen, aber nicht mal alleine hochkommen. Ja, so lange laufen, aber auch nicht. Lass mal losmachen. Ne? So, ich ziehe das jetzt irgendwie mal aus. Ja. Auf, warum? Ja, genau. Ich bleibe jetzt hier. Was ist denn mit den Ohren passiert? Oh. Ja, die Ohren sind ab, die noch in der in dem Ding da. Ich raus vom Hals. Hammer. Auch aber hier ja. Drin hat er sich auch Hammer. Am Brennen oder was? Du hast ein ganz anderes Gesicht bekommen, Frank. Das ist alles ab. Das war aber vorher schon scheiße. Ich bin total schlank auf einmal. Frank, guck mal, kaltes kalte Fassbraune. Ne? Mit Geschmack. So mit Geschmack. Danke. Auf Ex. Prost. Prost. Danke schön. Ich bin eigentlich ganz sicher, dass das morgen anders wird. Allein die Nacht wird morgen. Doch, haben sie. Hast du morgen frei, Frank? Nein. Okay. Ich sehe, wir haben die Halle auch, aber nicht so, so groß. Gehen wir in der 6. Woche schon mit euch? Ja, können wir noch machen. Mit Marie und Lena. Ja, das ist toll gemacht. Super. Oh, danke, danke. Warum kommen wir wieder nicht mit so machen können? Klasse, Frank. Ich glaube, das erkennt man da auch. Ja, wirklich gut, Alter. Das sagst du sonst nur zu mir. Wie ich lebe. Komm, Frank, ich komm da mit. Ja, das war die Senior Marathon Challenge. So hart, ehrlich gesagt, habe ich sie mir nicht vorgestellt. Ich bin ja schon öfter mit Rucksack gelaufen, aber das ist so kein Vergleich. Es fehlt an den Augen, an den Ohren, die frische Luft, der Wind. Man hört nichts richtig. Ich habe kaum gesehen. Dieser graue Star-Simulator unter der gelben Brille, so, der hat gedrückt und irgendwo hier auf einen Nerv gedrückt und das zog hier durch den Unterkiefer. Ich habe richtig die ganze Zeit über richtig starke Zahnschmerzen gehabt. Und meine Sehnen hier in der Armbeuge, die taten weh. Ich konnte irgendwie am Schluss nur noch mit gerade ausgestreckten Armen laufen. Ich habe die nicht mehr krumm gekriegt und auch schon gar nicht mehr hoch gekriegt. Morgen gibt es auf jeden Fall einen ordentlichen Muskelkater. Den habe ich mir schwer erarbeitet heute. Ein bisschen über 7 Stunden habe ich gebraucht. Unglaublich. Hätte ich nicht gedacht. So schwer habe ich es mir nicht vorgestellt. Aber die Challenge ist geschafft. Mal gucken, was mir als nächstes für ein Quatsch einfällt. Ich habe da schon wieder so ein paar Ideen. Ja gut. Ich danke euch fürs Mitlaufen. Selber laufen nicht vergessen. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr selber lauft, packt euch nicht so voll mit so einem Zusatzgewicht. Kann man mal machen, aber muss man nicht. Ich bin K.O. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.